sportlichen Wettbewerb steht natürlich das Aufwärmen ganz am Anfang. Ich mache zwar nicht wirklich mit, aber man lässt sich doch anstecken dann. Schreit nicht mal so laut an, wie ihr könnt! Motivationsschübe schon beim Aufwärmen, heiß machen auf den Hindernislauf. Alle 20 Minuten gehen 400 Läufer an den Start. Adrenalin schwängert die Luft. Kilometer, 20 Hindernisse, hochmotivierte Läufer und ich mache auf keinen Fall mit. 18 Kilometer schaffe ich nicht mal auf der geraden Strecke. Aber die Jungs und Mädels sind jetzt so gepusht worden, also man muss da einfach mit. Also ich frage nur, ja? Ich gehe an den Rand. Rund 100 Euro zahlen die Teilnehmer für Tough Mudder. Fast alle rennen und fliegen in Teams durch den Parcours. Wettkampfzeiten oder Platzierung, egal, gemeinsam ein Ziel ist das Motto. Was hast du gedacht, als du da oben standest und da oben runtergeguckt hast? Ich will nicht. Aber du hast es trotzdem gemacht. Ja, macht auch Spaß. Hast ein bisschen Wasser geschluckt? Bisschen. Schmeckt schlammig, oder? Es geht. Nicht so schlimm, wie man denken würde. Sauber bleiben die Läufe nur kurz. Zeit zum Trocknen, Fehlanzeige. Falls Sie sich gefragt haben, warum dieses Event Tough Mudder, Mud, Matsch heißt, ich glaube, hier spätestens wird die Frage beantwortet. Seid vorher schon Freunde gewesen, ist das jetzt nochmal was euch richtig zusammen fördert und schweißt zusammen? Ja, wir sind von der Bundeswehr, von daher Kameradschaft, das ist eh so ein Ding. Ja, aber macht ihr das dann noch freiwillig, wenn ihr schon bei der Bundeswehr beruflich sowas macht? Ja, aber hier abhärten und so, muss das sein. Weil es einfach geil und dreckig ist. Also Eiswasser ist brutal, also es ist saukalt. Ich kann die Hand gar nicht lang drin lassen, es sind wirklich Eiswürfel, tausende Stücke drin, 4 Grad kaltes Wasser. Liebes Mädel, wie fühlt sich das an bei 4 Grad? Sprachlos einfach, ja. Wie fühlt sich das an? Fuck off! Sehr kalt, glaube ich, hat sie gesagt. Wärmenden Körperkontakt bringt die menschliche Pyramide Endspurt. Wer so weit gekommen ist hier zur Pyramide des Schmerzes, sage ich mal, der hat es wirklich fast geschafft. Und da geht es auch wirklich nur mit Teamwork, oder? Sonst kommt man da nicht hoch. Nein, das geht auf keinen Fall. Wir warten jetzt darauf, dass die Kollegen die Leiter neu aufbauen und dann geht's weiter. Nach 3 bis 4 Stunden Kampf schnell noch den Fluss durchschwimmen und dann ab ins Ziel. Ja, und wer dann die 17 Kilometer letztendlich geschafft hat, der kriegt, ich habe ein bisschen abgekürzt, zum Dank dann am Schluss noch ein paar Stromschläge mit, wie die Kuh auf der Weide. Aber ist natürlich noch schlimmer, wenn man vorher nass war, wieder ganz trocken durchgekommen. Hey, die Superhelden haben es geschafft. Batman, wie war's denn jetzt? 18? Hey, was? Einfach krasser Lauf. Und nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall mit großem Team dabei. Und das alles für ein Bier? Jawohl! Denn nur wer das Ziel erreicht, bekommt das kühle Bierchen inklusive begehrtes Tough Mudder Stirnband.